Potz Kohle, Ruß und Schienenstrang hatten wir uns auf der Suche nach Molly und diesen Piraten verirrt. Dann sind wir in einem Königreich gelandet, wo uns ein verwöhnter Prinz unsere fliegende Emma gestohlen hat. Jim und mich hat er eingesperrt, um Lissi vorlügen zu können, wir wären weggeflogen, ohne sie mitzunehmen. Diesen üblen Schwindel hatte Lissi aber bald durchschaut und sie konnte den verwöhnten Prinzen dazu überreden, uns alle samt Emma wieder freizulassen. Währenddessen wurde Ping-Pong vom goldenen Drachen beauftragt, Jim eine wichtige Nachricht zu überbringen. Wer kennt viele Abenteuer, Drachenprinzen, Ungeheuer? Ist nachts heimlich weggerannt, einfach raus aus Dummerland. Fährt mit Emma übers Meer, wem hilft Lukas dabei sehr? Meinst du, wir finden diese Piraten noch? Wir fliegen schon seit Stunden über dieser Viersee, Lukas. Kuddelmuddel hat doch behauptet, die würden hier sein. Nur nicht die Geduld verlieren. Dieser Ozean mag riesig sein, aber ich verspreche dir, wir holen die Schufte ein und knöpfen ihnen Molly ab. Molly, sie fehlt mir so sehr. Ein Schiff! Da ist ein Schiff da drüben! Stimmt nicht. Das da vor uns ist kein Schiff, das ist eine Festung. Lissi, guck sie dir an. Oh, die sieht ja fantastisch aus. Vielleicht fragen wir mal die Leute in der Festung, ob sie die wilde 13 gesehen haben. Du kannst ja richtig meine Gedanken lesen, Jim Knopf. Wellen, Wellen, überall nur Wellen und kein einziger Pirat zu sehen. Die Piraten sollen doch überall in der südlichen See rumwimmeln, um Schätze zu ergattern, oder wie? Nun wartet doch, euer kaiserliche Ungeduldigkeit. Wir sind nämlich noch nicht in der südlichen See angekommen. Wir hätten aber schon allerlängstens da sein müssen. Rafft das doppelte Großsegel, Seemänner! Das ist kein Kreuzfahrtraumschiff! Der hat doch nicht alle Anker im Schrank. Das Segel ist ja schon gerefft. Noch gerefter geht's gar nicht. Dieses Mehlhirn verlangt als nächstes, dass wir Löcher ins Schiff bohren. Ah, na also, so wird gesegelt. Das nenne ich Navigation. Die eisernen Klippen! Nun sind wir verloren! Es liegt ein Fluch auf diesem Ort, Admiral. Hier werden Schiffe zu abgenackten Fischgräten. Die liegen zu Tausenden auf dem Meeresgrund herum. Ich muss den Magneten ausschalten und zwar sofort, sogar ganz sofort. Weil ich sofort so oberflink wachsam gehandelt habe und weil meine Nerven aus Stahl sind, haben wir keinen Schiffbruch gemacht. Trotzdem, ich würde doch zu gern wissen, was hier für rätselhafte Dinge vorgegangen sind. Da werdet ihr wohl die Piraten fragen müssen. Die Piraten? Ja, so ist es, denn genau hierher haben doch die Piraten die Kinder für Frau Malzahn geliefert. Ändert sofort den Kurs, ihr Obertortel, Kurs eiserne Klippen. Der glaubt, wegeln bedeutet zickzack im Kreis herumfahren. Die Piraten kommen ganz bestimmt wieder, um Frau Malzahn noch mehr Kinder zu liefern. Sie tauchen also wieder hier auf, ohne zu ahnen, dass eine hübsche kleine Überraschung auf sie wartet. Der spinnt ja total. Diese Freude, wenn sie dann von uns herzlich begrüßt werden. Ha,
Guck doch, jemand hat den Vögeln da Brotkrumen hingeworfen. Das bedeutet, diese Festung ist bewohnt. Oh? Los, kommt mit. Da lang, da ist ein Licht. Legen Sie die Bücher dahin, wo Platz ist. Hä? Das geht leider nicht, weil wir gar keine haben. Und? Was wollen Sie denn in der großen Bibliothek? Wir suchen die Piraten, die meine Molly entführt haben. Meine Lokomotive. Haben Sie die vielleicht zufällig gesehen? Piraten? Molly? Nein, tut mir leid, mein Junge. Hier kommen niemals Piraten her. Das sind nur Strohschädel. Die haben kein Interesse an Büchern. Dann ist diese Festung in Wirklichkeit eine Bibliothek? Die ist die größte der Welt. Sobald ein Buch geschrieben wurde, egal ob am Nordpol oder in der Wüste, ich kriege es sofort geschickt. Die große Bibliothek ist gewissermaßen das Gedächtnis der Welt. Und der ergebene Diener der Bücher ist Elsevier, ihr bescheidener Bibliothekar. Wieso schreiben Sie dieses Buch da ab? Na, um es zu retten. Es ist ein sehr altes, wertvolles Buch. Unglücklicherweise ist es das letzte Buch, das ich noch vor dem Verfall retten kann. Alle unsere ältesten Archive befinden sich unten im Keller. Und dazu habe ich den Schlüssel verloren. Und wunderbare Werke verschimmeln jetzt. Das alles ist meine Schuld. Vielleicht können wir den Schlüssel finden. Suchen wir doch nach ihm. Das geht nicht. Wie soll man da rankommen? Denn er ist mir in ein tiefes Loch gefallen. Da holt ihn keiner wieder raus. Das dürfen Sie nicht sagen. Der goldene Drache der Weisheit hat mich nämlich gelehrt. Nie verzagen, nie den Mut verlieren, bevor man alles versucht hat. Ich finde, mein Freund Jim Knopf hat recht, Herr Elsie. Wir. Zeigen Sie uns, wo Sie den Schlüssel verloren haben? Ja, natürlich. Wieso denn nicht? Kommen Sie bitte mit. In dieser Zisterne sammle ich das Regenwasser. Ja, und hier ist mir auch der Schlüssel reingefallen. Und wenn wir mit diesem Eimer da unten den Boden absuchen würden? Nicht doch. Ich glaube, ich habe eine bessere Idee. Das müsste eigentlich klappen. Na also, es hat geklappt. Ach du dicker Schornstein, das ist ja vielleicht ein Blechhaufen. Ja, das ist wirklich der Schlüssel für den Keller. Also, alle Türme der großen Bibliothek sind auf die gleiche Weise gebaut. Mit einem Bibliotheksraum im Inneren, genau wie dieser hier. Wundertoll, ich habe noch nie so viele Bücher gesehen, nicht zu fassen. Und das sind nur unsere jüngsten Archive. Der größte Teil der Bibliothek liegt unter der Erde, einige hundert Meter tief. Es beginnt hinter dieser Tür. Hier, sieh doch mal, das ist das Wappen von Mandala. Herr Elsevier ist doch so gelehrt. Vielleicht weiß er etwas von diesem Wappen hier. Meine Freunde, ich danke Ihnen, dass Sie es mir ermöglichen, Tausende von Büchern zu retten, die sonst verloren wären. Gibt es etwas, was ich tun könnte, um meine Dankbarkeit zu zeigen? Könnten Sie mir vielleicht sagen, was das für ein geheimnisvolles Zeichen sein könnte? Das ist eigenartig. Ich könnte schwören, das habe ich schon einmal auf dem Einband eines uralten Buches gesehen. Leider weiß ich nicht mehr, auf welchem. Doch ich verspreche, ich denke darüber nach. Aber ich könnte mich jetzt mal vielleicht ein bisschen unten im Keller umsehen. Oh nein, nein, Jim. Wieso nicht? Diese unterirdischen Räume sind so verzweigt, dass du dich verlaufen könntest. Herr Elsevier hat recht, mein Junge. Lass uns morgen noch mal darüber reden. Es ist höchste Zeit, wir sollten schlafen gehen. Kommt, wir futtern noch ein kleines Häppchen und dann ab in die Federn. Was für spannende Abenteuer, meine Freunde. Ich muss schon sagen, es ist ein wahres Meisterstück, diese fliegende Lokomotive. Wie heißt diese Erfindung noch? Das Mobilo Perpetrus? Das Perpetuum Mobil. Oh ja, richtig.
Sagen Sie, es wäre eine überaus große Ehre für mich, wenn Sie erlauben würden, dass ich genaue Skizzen mache von der prächtigen Erfindung. Denn ich möchte einen Artikel darüber schreiben in meinem Handbuch der Beförderungsmittel. Natürlich skizzieren Sie. Sowas wäre für uns eine echte Ehre. Wenn das so ist, würde ich gern sofort anfangen. Ich hole mir nur etwas Papier und dann treffen wir uns in der Eingangshalle. Ich würde ja gern mitkommen, aber ich kann leider meine Augen nicht mehr offen halten. Also dann, gute Nacht. Gute Nacht, Lisi. Ich bin ja so gespannt darauf zu erfahren, wie das Perpetuum Mobil funktioniert. Mein Papier! Diesmal bin ich mir sicher, dass das Experiment klappt. Ahoi! Gleich verbinden sich hier das Feuerwesen und das Wasserwesen und daraus wird dann das Wunderkristall der Ewigkeit entstehen. Brüder, ihr wisst ja, unser voriges Experiment war ein Schlag ins Meerwasser. Aber das lag bloß daran, dass uns eine oberwichtige Zutat gefehlt hat. Feuer! Ein Feuerwesen kann sich ohne Feuer nicht verbinden. Ja, das ist genauso simpel wie 2 mal 2 macht 5. Aber das macht doch viel. Hauptmann, der Kessel wird warm und es qualmt, aber es brennt nicht. Ich frag mich, ob das vielleicht an unserem Brennstoff liegt. Socke! Er hat recht, in dem Kochtopf hier ist so wenig Feuer wie in der Kehle eines ausgestopften Feuerdrachens. Ihr seid nichts weiter als ein Haufen Dumpfpiraten. Ihr müsst dauernd nur Haare in der Suppenbrühe finden. Könnt ihr mir mal sagen, wie ich das Kristall der Ewigkeit herstellen soll, wenn ihr Wasserochsen nicht mal fähig seid, ein witziges... ein Feuerdrache? Es ist so klar wie Mehlsoße. Das Feuerwesen ist ein Drache. Ein Feuerdrache, der Feuer spuckt. Und darum ist auch sein Spitzname Feuerwesen. Wir setzen die Segel, Brüder, auf zur Drachenjagd. Steuermann, Kurs auf Kummerland. Ja, auf die Feuerdrache. Land, bist du dir auch ganz sicher? Ja, himmlischer Kaiser, ich bin mir ganz sicher, das ist das Land, das nicht sein darf. Denkt nach, Euer Majestät, das ist ein Königreich, das bloß böse Bewohner hat und darf das sein? Nein, gewiss nicht. Naja, und da alle Bewohner von Kummerland Drachen sind und da diese Drachen böse sind, muss es doch so sein, dass dieses schreckliche Land nicht sein darf, mein Kaiser. Dort werde ich eure Tochter Jim und Lukas wiedersehen. Doch, du solltest gut auf dich aufpassen, denn ich will nicht, dass dir etwas passiert, Ping-Pong. Ja, das verspreche ich euch. Ich komme bald wieder zurück mit Nachrichten von Lisi. Ich hoffe nur, er hat recht. Es geht wirklich kreuz und quer. Nun verstehe ich, warum Herr Elsevier meinte, ich könnte mich hier unten verlaufen. Oh, das ist es. Ja, ich weiß schon, wie ich mich hier unten umsehen kann, ohne mich zu verirren. Ich mache mir unterwegs eine Wachstropfenspur, dann finde ich wieder zurück. Wo kann sich der Junge nur rumtreiben? Jim ist einfach so verschwunden. Das ist nicht seine Art. Ach, er ist bestimmt ins Bett gegangen. Wahrscheinlich wollte er unsere Unterhaltung nicht stören. Also, wenn ich das richtig verstehe, haben diese Steine da eine magnetische Anziehungskraft. Richtig. Das haben wir rausgefunden, nachdem wir unten beim Gurumusch-Magneten waren. Du hast mich vielleicht erschreckt.
Du armes Buch, von dir ist nicht mehr viel übrig geblieben. Da oben stehst du wenigstens sicherer. Oh, da ist wieder das Wappen. Überhaupt nicht das gleiche Wappen. Die Wachstropfen! Oh nein, ich habe vergessen, Wachstropfen zu hinterlassen. Ich muss die richtige Treppe irgendwie wiederfinden. Ich schätze, ich werde wie ein Murmeltier schlafen können. Ja, ich bin auch mächtig müde. Ja, jetzt gehen wir alle schlafen. Schlaf gut, Lisi. Gute Nacht, Jim Knopf. Jim? Jim ist nicht in seinem Bett. Ja, aber... Ich hoffe nur, er ist nicht im Bibliothekskeller. Denn ich habe den Schlüssel dort stecken lassen. Potz Lokomotivenpfiff und Schornsteinqualm. Immer noch keine Wachstropfen zu sehen. Ich muss viel zu weit gegangen sein. Wie soll ich denn jetzt... Es ist nur ein Spiegel, das bin ich selbst. Oh, das sieht ja aus wie... Ja, das ist das gleiche Zeichen. Jetzt habe ich's gefunden, endlich! Wenn ich doch nur lesen könnte, dann würde ich vielleicht hier draus erfahren, wer meine richtigen Eltern sind. Ich nehme dieses Buch mit und zeig's Lukas und Lisi. Halte durch, Jim. Du darfst nicht die Ruhe verlieren. Jim, wo bist du? Uns hören, Jim? Wo bist Jim? Du? Bist du da irgendwo? Jim! 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 Jim, antworte doch! Jim! Jim! Nun sieh sich das einer an. Das ist eine wahre Katastrophe. Zum Glück ist es mir möglich, nun all diese Bücher zu retten. Und das verdanke ich euch. Die Räume hier unten sind ja ungeheuer groß. Wo könnte er bloß hingegangen sein? Das kann man unmöglich sagen. Der Bibliothekskiller ist die reinste Wirrnis. Lukas! Hm? Herr Elsevier! Seht euch mal diese Wachstropfen an! Oh. Da sind noch mehr. Damit hat Jim vielleicht seinen Weg markiert, um zurückzufinden. Na, ich hab doch immer gesagt, der Junge ist nicht auf den Kopf gefallen. Dafür ist er aber stur wie ein Maulesel. Los, weiter! Hallo? Ist denn jemand hier? Meine Kerze! Auch das noch! Was soll ich jetzt tun? Lukas! Herr Elsevier! Hilfe! Ich hab mich hier verlaufen! Die Tropfen hören hier auf! Dann ist vielleicht seine Kerze runtergebrannt. Ich kann nur hoffen, er hat sich nicht zu weit vorgewagt. Das hoffe ich auch. Ich kenne mich nicht besonders gut aus im Bibliothekskeller. Wenn Sie nichts dagegen haben, Herr Elsevier, markiere ich unterwegs die Regale. So können wenigstens wir wieder zurückfinden. Wieso habe ich denn nicht auf Herrn Elsevier gehört? Er hatte wirklich recht. Aus diesem fürchterlichen Bücherurwald finde ich nie mehr raus. Jim! Lisi? Jim, wo bist du? Lisi! Lukas! Ich bin hier! Hier drüben! Jim! Lisi, warte! Lukas, Lisi, wo seid ihr? Wo? Hier, Jim! Lisi! Jim, wo bist du denn?
Wie sie? Ich hab dir doch gesagt... Lukas! Hilfe! Ich kann mich nicht mehr festhalten. Ich fall gleich runter. Nein, das wirst du nicht, mein Freund. Ich zieh dich hoch. Halt noch ein bisschen durch. Du schaffst es, du hältst durch, das weiß ich. Glaub mir, du schaffst es. Jim, ich bin ja so froh, dich wiederzuhaben. Es tut mir so leid, Herr Elsevier. Ich hätte niemals hier runter in den Bibliothekskeller gehen dürfen. Verzeihen Sie. Ach, schon verziehen. Das Wichtigste ist, du bist munter und gesund aus dem Irrgarten rausgekommen. Nur leider ist dieses Buch weg, auf dem das Zeichen drauf ist. Es ist mir eben darunter gefallen. Warum musste ich das bloß so vermasseln? Nun finde ich bestimmt nie mehr raus, wo ich eigentlich herkomme. Hör zu, Jim. Hat dir der goldene Drache nicht vorausgesagt, du wirst eines schönen Tages das Geheimnis deiner Herkunft erfahren? Du musst immer an die Weissagung denken, du allein löst das geheimnisvolle Rätsel. Und dabei ging es nicht um ein Buch. Du glaubst also, ich finde es noch heraus? Du wirst es herausfinden, Jim. Viel Glück, meine Freunde. Ich hoffe, dass du deine kleine Molly bald wieder haben wirst. Hier, Jim, bitte. Das da ist für dich. Aber das sind Ihre Skizzen von Emma. Naja, ich bin früh aufgestanden und habe sie kopiert. Ich habe mir gedacht, sie sind vielleicht ein kleiner Trost für Jim. Lukas, ich weiß, wo wir die Piraten finden. In der Nähe der Eisernen Klippen. In der Nähe der Eisernen Klippen? Ja, da haben die Piraten immer geankert, wenn sie nach Kummerland wollten. Und da ein Drache nötig ist, um das Kristall der Ewigkeit herzustellen... Müssen sie wieder dorthin fahren. Und sie finden Nepomuk. Wiedersehen, Herr Elsevier. Wir müssen unbedingt sofort zu den Eisernen Klippen, bevor die Piraten da aufkreuzen. Schnell, beeilen wir uns. Gute Reise, Freunde. Ich danke euch sehr. Alles Gute. Auf Wiedersehen, Herr Elsevier. Passen Sie auf, dass die Bücher nicht zu feucht werden und dass die Mäuse nicht dran rumknabbern. Ich kann's kaum erwarten, der wilden 13 endlich zu zeigen, was eine Lokomotivführerhake ist. Mir geht's genauso, mein Junge. Die sollen es noch schwer bereuen, diese Frechpiraten, dass sie unsere kleine Molly entführt haben. Wilde 13, jetzt kommt die wilde 4. Jetzt kommen Emma und wir.